Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren und vor allem meine Damen und Herren der Regierungskoalition. Ich meine, wenn ich mir so Ihre Argumentationsstrategie während der letzten Debatten oder heute zu diesem Gesetzentwurf so anschaue, fällt mir ein Zitat ein, das Albert Einstein zugeordnet wird, die da lautet, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und genau das praktizieren Sie seit Wochen, ich glaube, seit Monaten sogar. Und genau diesem Wahnsinn folgen Sie. Ja, oder seit Jahren, ja. So viel Praxiserfahrung habe ich hier noch nicht. Deshalb. Genau diesem Wahnsinn folgen Sie schon von Anfang an. Trotz Kritik von allen Seiten behaupten Sie weiterhin beharrlich, dass Integrationskommissionen zu einer stärkeren Teilhabe der ausländischen Bevölkerung führen. Beharrlich behaupten Sie weiter, dass Ihr Optionsmodell nicht zur Abschaffung der Ausländerbeiräte führen wird, mit der Hoffnung, dass man Ihnen das irgendwann einmal abkauft. Aber es tut keiner. Eine Kommission kann ein demokratisch gewähltes Gremium eben nicht ersetzen. Da können Sie reden, solange Sie wollen. Das geht einfach nicht. Und das wissen Sie auch. Das wissen Sie ganz genau. Denn an der Anhörung, von der Sie vorhin auch selber geredet haben, an der Anhörung wurde Ihnen das von allen Betroffenen, Wohlfahrtsverbänden, Migranten-Selbstorganisationen, Juristinnen und Juristen deutlich vermittelt. Das haben Sie aber überhört. Und gegen den Willen der Betroffenen selbst möchten Sie jetzt ein Gesetz verabschieden und glauben auch noch, Ihnen hiermit einen Gefallen zu tun. Das trifft aber leider nicht zu. Politische Teilhabe bedeutet nämlich, dass die ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner auf die politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse so direkt wie möglich Einfluss nehmen können, und zwar auf allen Ebenen, die die Kommune betreffen, meine Damen und Herren. Statt Menschen mit Migrationshintergrund aber in allen Belangen mitreden zu lassen, wollen Sie ein Rede- und Antragsrecht für wichtige Dinge, die Migranten betreffen. Das verschweigen Sie hier immer. Und die Frage stellt sich jetzt, was soll das denn sein? Wer bestimmt denn, was die Migranten betrifft und was nicht? Ist es denn etwa so, dass die Frage, ob Kita-Plätze ausgebaut werden sollen oder nicht, die ausländischen Eltern weniger betrifft als die deutschen Eltern? Ich meine, so nach dem Motto, ich sage dir, was für dich wichtig ist, und einige, die ich zu deinen Sprechern ernenne, sagen mir, was sie dazu denken. Und dabei belassen wir es einfach. Aber ich denke, die migrantische Bevölkerung weiß selbst sehr gut und genau, was sie betrifft und was sie nicht betrifft. Und eigentlich ist es so, die migrantische Bevölkerung betrifft alles, alle Entscheidungen, die in Kommunen getroffen werden, meine Damen und Herren. So, möchten wir eine zunehmende Entfremdung von unserer Gesellschaft vermeiden, muss die politische Teilhabe der Migrantinnen und Migranten gestärkt werden. Das haben wir jetzt schon sehr oft gesagt hier. Die Lücke zwischen den in einer Kommune lebenden Menschen und den an Entscheidungsprozessen beteiligten Menschen klafft immer weiter auseinander. Das haben wir hier auch schon des Öfteren gesagt. Lange wird das unsere Gesellschaft aber nicht aushalten, und noch länger darf sie das auch nicht aushalten wollen, meine Damen und Herren. Während es eigentlich höchste Zeit wäre, endlich das Wahlrecht für Drittstaatenbürger zumindest auf kommunaler Ebene auf den Weg zu bringen, wird heute ein Gesetz verabschiedet, das die Mitwirkungsmöglichkeiten dieser Menschen noch weiter einschränkt, als es ohnehin schon der Fall war bisher. Ich meine, das ist natürlich ein klares Signal, das Sie an diese Menschen senden. Sie sagen ihnen nämlich, dass sie eben keine gleichberechtigten Mitbürgerinnen und Mitbürger dieser Gesellschaft sind, dass sie sie eben weiterhin bevormunden wollen und dass sie es nicht zulassen wollen, dass sie sich politisch und gesellschaftlich einbringen in dieser Gesellschaft, in der sie mittlerweile seit über 3, 4 Generationen leben, meine Damen und Herren. Aber ich sage es Ihnen noch einmal, die migrantische Community wird sich damit nicht abspeisen lassen. Ob Sie es nun wollen oder nicht, Sie sind Teil dieser Gesellschaft, und Sie werden nicht locker lassen, bis Sie auch als solche anerkannt werden. Und da gehört das politische Mitbestimmungsrecht eben nun einmal dazu, meine Damen und Herren. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch die Grüße von Herrn van Slobbe, der AGA, ausrichten. Ich zitiere ihn. Von der CDU hätte ich ja nichts anderes erwartet.
und ein herzliches Dankeschön an die GRÜNEN für ein riesengroßes Nichts. Ich glaube, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.